Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder von der Hohen See. Wie versprochen, ihr seht das Meer im Hintergrund, ihr habt ja auch ein paar Impressionen bekommen. Leider habe ich das Mikrofon im Auto vergessen, deshalb müssen wir uns mit dem iPhone begnügen und mit dem Klang. Aber lass uns die Themen anfangen. Und zwar, Aerotelegraph hat die besten Fluggesellschaften 2023 ermittelt. Schauen wir mal, inwieweit das mit Skytrax übereinstimmt. Dann haben wir Virgin Frittenfett Atlantik, hätte ich fast gesagt. Die wollen mit einem 787 Boeing-Flugzeug über den Atlantik mit 100% Frittenfett fliegen. Quasi das neue Gold im Tank. Wir haben weitere Themen. Qatar Airways A380 bleibt wohl doch mehrere Jahre schwierige Wörter heute in der Sendung. Auf jeden Fall der lustige Kollege Al-Barker, er widerspricht sich ab und zu mal. Dann haben wir noch Accor, die haben eine Vierfach-Punkte-Aktion. Da sind auch Hotels in Deutschland dabei, aber leider location-wise. Aber ich gehe mal drauf ein zumindest. Und wir haben noch mal World of Hyatt Punkte kaufen. Mit einem Special, weil Lindner Hotels relativ cool eingeordnet sind und damit halt wirklich auch Rabatte möglich sind. Und wir haben einen Deal-Zone-Deal. Wir haben den Deal-Zone-Deal von, muss gerade überlegen, von Prag über Frankfurt oder über Zürich nach Delhi. 1.499 Euro. Also heute Abend 19 Uhr wieder live für euch aus dem Studio, aber jetzt erstmal ein bisschen übers Wasser. Also bis dann. Ciao, ciao.